Hallo und herzlich willkommen zu The Voice from the Sea. Ein neues Spiel, was ich gerne mit euch ausprobieren möchte. Es ist ein Visual Novel Spiel und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Aber es soll auf jeden Fall auf Anime Art sein. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Text. Okay. Endespiel starten. Okay. Sichern, alles klar. Ich denke, sichern werden wir es auf jeden Fall. Laden, falls es weitergehen sollte. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lang dieses Spiel geht. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Rauschen. Ich höre nichts als Rauschen. Wie ein Radio ohne Kanäle. Nie endendes Summen, das meinem Verstand durcheinander bringt. Ich erinnere mich nicht, wann ich kein Verlangen mehr danach hatte, meinen Kanal einzustellen. Egal ob zu Hause. Kantus, wie oft soll ich es dir noch sagen, dass du das nicht machen sollst? Jetzt hör mir mal zu. Ich sage das nur deinetwillen. Wage es nicht, mir zu widersprechen. Oha. Das ist, wow. Oder in der Schule. Hey Kantus, hast du von diesem Gerücht gehört? Der Junge in der anderen Klasse ist zum Strand gegangen und... Komm schon, sei kein Langweiler, hör zu, was ich dir sage. Rauschen. Nichts als Rauschen und Rauschen. Es wird jeden Tag nur noch lauter. Und es lässt mich nicht in Ruhe. Das Meer. Es ist so blau wie eh und je. Und die Möwen beruhigen meine Seele. In letzter Zeit komme ich öfters hierher. Öfter als sonst. Sehr wenige Leute kommen hierher. Fast gar keine. Die meisten Kinder in meinem Alter hängen lieber mit ihren Freunden rum. Oder spielen Videospiele. Kenn ich. Ich hingegen könnte den ganzen Tag hier sitzen und den vergänglichen Wellen zuhören. Das Geräusch, das sie machen, wenn sie ans Ufer kommen. Rein. Und raus. Rein. Und raus. Es ist so faszinierend. Das ist der einzige Ort, wo ich Trost finde. Ich muss kein Rauschen mehr hören. Ich muss meinen Kanal nicht einstellen, um dazu zu gehören. Ich kann einfach ich selbst sein. Stille. Solche Stille. Noch mehr Stille. Hey! Ich springe auf, als hätte mich etwas gebissen. Was war das? Das habe ich gerade gehört. Dieses Geräusch durchbrach meine Stille. War das eine Stimme? Was für ein seltsames Erlebnis. Es kam mir vor, als hätte ich lange keine Stimme mehr gehört. Mit dem ganzen Rauschen in letzter Zeit ist es auch kein Wunder, dass ich so empfinde.
Hey, kannst du mich hören? Endlich! Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Eine unbekannte Gestalt steht vor mir. Ein Mädchen in meinem Alter. Es ist klar, dass die Stimme von ihr kam. Als ich sie sehe, kommt es mir vor, als sehe ich das blaue Meer. Ich bin nicht sicher, warum. Wie heißt du? Wieder überrascht sie mich. Erst ein paar Sekunden später fange ich mich wieder. Cantus. Cantus? Sie wiederholt meinen Namen mit neugierigen Augen. Was für ein schöner Name! Was? Ist das dein Ernst? Das war einfach ein Reflex. Was sagt dieses Mädchen da? Klar, warum nicht? Sie antwortet gelassen. Cantus, Cantus. Je öfter ich ihn sage, desto mehr gefällt er mir. Findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Nicht einmal meine Mutter findet das. Sie hat ihn sich vermutlich ausgedacht, als sie auf der Toilette saß. Mal nicht ziemlich ernst bist. Es wäre toll, wenn sich Cantus ein wenig entspannen würde. Klar, wenn du mir mal nicht ziemlich fröhlich bist. Zu fröhlich, wenn ich mal so sagen darf. Es wäre toll, wenn du das ein bisschen herunterfahren könntest. Als sie meine Antwort hört, erstarrt sie für einen Moment. Aber ein paar Sekunden später bricht sie in Gelächter aus. Was ist so lustig? Ihre Reaktion hat mich überrascht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass mich Leute auslachen. Ich nehme das für gewöhnlich hin und gehe einfach weg. Aber ihre Stimme hallt im Wind wieder. Sie ist seltsam fesselnd. Ich kann nicht wegschauen. Lass mich raten. Cantus hat nicht viele Freunde. Es ist nicht, dass ich nicht viele habe. Ich habe gar keine. Oh. Hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Ich muss Cantus erster Freund sein. Das ist perfekt, oder? Wie immer ist ihre Antwort ungewöhnlich. Ich bin sprachlos von ihrer Art. Maris ist mein Name. Nett, dich kennenzulernen, Cantus. Das ist meine schicksalhafte Begegnung mit ihr, dem rätselhaften Mädchen vom Meer. Ich erinnere mich noch immer an diese Stimme. Stimmen vom Meer. Fiverr Inc. präsentiert
Voices from the Sea. Maurice. Cantus. Tag 1. Voice from the Sea. Maurice ist mein Name. Nett, dich kennenzulernen, Cantus. Maurice. Ich wiederhole ihn, um ihren Namen zu registrieren. Yep, Maurice. Cantus und Maurice, ein himmlisches Team, findest du nicht? Jetzt fängt sie wieder an. Sagt einfach so seltsame Dinge, ohne dass es ihr peinlich ist. Hör auf. Das ist peinlich. Cantus ist ein großer Junge. Ihm muss nichts peinlich sein. Ich bin 13. Ich bin noch ein Kind. 13? Was für ein Zufall. Was? Bist du gleich alt wie ich? Oh, im Gegensatz zu dir ist Maurice ein großes Mädchen. Was ist das für eine Antwort? Und was macht ein 13-jähriges Kind ganz allein am Strand ohne Mama? Nichts. Ich mag es nur, aufs Meer zu starren. Das ist peinlich. Lass mich in Ruhe. Wieder einmal bringt sie mich aus der Fassung, die ich mühevoll zu bewahren versucht habe. Hör mal, ich sitze hier nicht bloß rum und tue gar nichts. Es gibt viele interessante Dinge, die man hier machen kann. Zum Beispiel, man kann die Wellen zuhören. Sie sind so wundervoll. Das war's? Das ist alles? Alles, was du tust? Ein Blick in ihr Gesicht und man sieht, dass sie nicht überzeugt ist. Man kann auch nach Muscheln suchen. Was? Warum siehst du mich so an? Ich kann die Stille nicht ertragen und spreche weiter. Das Einzige auf der Welt, das dem Schönen mehr Konkurrenz machen kann, sind Muscheln. Hast du ein Problem damit? Es ist nur, dass... Das ist peinlich. Lass mich in Ruhe. Ich wende mich ab, um mein Gesicht zu verbergen. Es ist vermutlich gerade rot. Es ist mir für gewöhnlich egal, was andere über mich denken. Deswegen überrascht mich vor allem meine eigene Reaktion. Wenn ich daran denke, dass ein einfacher Kommentar von einem Mädchen, das ich nicht kenne, mich so aus der Fassung bringen kann. Nein, das ist nicht okay. Ich tue besser etwas. Das Thema wechseln. Stimmt. Alles, was ich tun muss, ist das Thema wechseln. Was ist mit dir? Sicherlich gibt es einen Grund, warum ein großes Mädchen wie du hier ganz alleine am Strand ist. Ich? Ich bin hier, weil du hier bist. Was? Maurice ist Cantus' erster Freund. Natürlich muss sie dort sein, wo er ist. Du sagst peinlichere Dinge als ich. Ich wusste es. Du machst dich bloß lustig über mich.
Ich bin so dumm. Ich hätte das erwarten sollen, wenn man betrachtet, mit wem ich es zu tun habe. Auf keinen Fall wird sie mir jetzt noch eine normale Antwort geben, oder? Dann suchen wir eben Muscheln. Stimmt. Ich zeige ihr die Muscheln, die man hier finden kann. Ich bin sicher, sogar ein seltsames Mädchen wie sie weiß, so etwas Schönes wertzuschätzen. In Ordnung. Wird schon schief gehen. Entschuldigung. Na, hier ist noch was, oder? Muschel gefunden. Du hast den Juwelenzapfen gefunden. Hey. Du kannst pro Tag nur eine Muschel behalten. Möchtest du diese behalten? Ja. Ja. In Ordnung, das sollte reichen. Hey, sieh mal, was ich gefunden habe. Oh. Sie ist schön, oder? Jetzt kannst du dich nicht mehr über mich lustig machen. Ich war so selbstbewusst, dass ich meinen Sieg zu früh verkündet habe. Oh, wow! Die ist wunderschön! Ja, nicht wahr? Ich wusste es. Der Sieg war nie so zufriedenstellend. Maries wusste nicht, dass Kantos so ein Mädchenzeug mag. War... Wie kannst du so ein Meisterwerk der Natur Mädchenzeug nennen? Etwas so Schönes sollte von jedem gemocht werden, egal ob Männer oder Frauen. Es ist nichts Falsches daran, wenn Jungs sie mögen. Ja, überhaupt nichts Falsches. In dem Moment, als ich ihr Grinsen sehe, wird es mir klar, ich wurde gerade übers Ohr gehauen. Kann ich sie haben? Was? Maries hätte gern dieses Meisterwerk der Natur. Tu, was du willst. Das werde ich. Danke, Kantos. Es wird spät. Ich gehe jetzt wohl besser nach Hause. Jetzt schon? Sonst nörgelt Mama wieder rum. Das nervt, verstehst du? Ich verstehe. Sie sieht enttäuscht aus. Kommt Kantos morgen wieder? Ja, aber... Sag bloß, du kommst auch. Natürlich! Da, da, da! Maries muss natürlich Kantos lächeln sehen. Hör auf damit! Was tust du? Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht, aber du hast nicht gelächelt, kein einziges Mal. Ich sehe keinen Grund dazu. Nur Idioten lächeln ohne Grund. Dann werde ich dir einen Grund geben. Gib mir 7 Tage. Ich bringe dich zum Lächeln. Ha. Okay, Kantos? Du bist seltsam. Ernsthaft. Okay, Kantos? Okay, okay, ich hab's kapiert. Würdest du wohl bitte aufhören? Juhu! Es ist ein Versprechen, oder? Tu einfach, was du willst. Das werde ich. Ich frage mich, warum ich sie an diesem Tag nicht zurückgewiesen habe. Ihre Worte waren wie die Wellen des Meeres und schwemmten mich einfach mit. Ich kann nur mitschwimmen. Wohin wird mich diese Strömung treiben? Nur die Zeit kann das zeigen. Wetterbericht. Verschneit. Es ist kalt, abwesend und einsam. Warte, warte. Damit
werden wir uns später wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Oh Gott.